Boller und einen wunderschönen guten Tag von der Sonneninsel. Der Herbst beginnt, Sie sehen das an meinem Outfit. Ich habe heute das erste Mal einen leichten Pullover angezogen. Aber trotzdem, wir haben ein Traumwetter, Sonne normalerweise. Und Sie können diese Insel jetzt im Herbst natürlich noch viel, viel besser genießen. Sie erinnern sich an die Informationen über die Radwege in Palma. Die Reklamationen, die Beschwerden häufen sich. Die Fahrbahnen für Busse und Taxen sind so schlecht angelegt. Es gibt fast keine Parkplätze mehr. Und wenn Sie in der Calle Geronimo an der Ecke Via Alemania sind, achten Sie auf den Verkehr. Sie müssen doch sogar diese neuen Fahrspuren kreuzen. Nicht ungefährlich. Uns meldet die Balearische Hafenbehörde, dass in diesem Jahr 13% weniger Schiffe bisher angekommen sind im Vergleich zu dem vergangenen Jahr. Man hofft zuversichtlich, dass man im nächsten Jahr wird wieder eine Steigerung erfahren dürfen. Im Moment machen sich natürlich die balearischen Behörden darüber auch einige Sorgen. Wir haben in diesem Jahr wahrscheinlich eine besonders gute Weinernte. Das ist erstaunlich, weil ja auch sehr, sehr viel Wind und auch die Regengüsse einen großen Teil der Trauben vernichtet haben. Aber trotzdem soll es einen herrlichen, einen sehr, sehr guten Wein geben. Vor allen Dingen aus den Gebieten, wo die Winzer schon im August die Weine gelesen haben. Sie kennen unser Stadion, das wunderschöne alte Stadion Son Moix. Es ist ja vor 2 Jahren durch große Sturmschäden sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Jetzt will sich der Stadtrat auch an der Renovierung beteiligen und wir hoffen, dass das sehr, sehr schnell ein Lokal, das heißt eine Lokalität für die Sportler in den nächsten Jahren wieder sein wird. Sammeln Sie gern Pilze? Essen Sie gern Pilze? Dann können Sie das in diesem Jahr besonders gut machen, denn in den Gebieten, die Sie normalerweise als Pilzkulturen kennen, also in den Wäldern und unter den Büschen, werden Sie in diesem Jahr eine ganze große Menge Pilze sammeln können, auch bedingt durch das teilweise schlechte Wetter. Was erstaunlich ist, es gibt auch ganz neue Pilzsorten. Das erzählt uns von dem Naturwissenschaftsmuseum Senor Carlos, heißt der Carlos Constantino. Waren Sie schon auf dem Oktoberfest in Pagera? Ich hatte Ihnen das ja in der vergangenen Woche gesagt, dass Sie doch bitte einen Besuch machen sollen. Ich war am Wochenende da, es war fantastisch. Tolle Stimmung, sehr, sehr viele Gäste, proppenvoll das Zelt und für mich erstaunlich, sehr erfreulich, überwiegend Spanier. In der Nähe unseres Tisches, im Umkreis von vielleicht 5, 6 anderen Tischen, waren es ausschließlich Menschen aus unserer Region hier, aus dem Südwesten, in erster Linie Andratsch. Wir haben neue Freundschaften geschlossen, Bekanntschaften geschlossen und freuen uns, wenn Sie auch auf dieses Oktoberfest noch gehen. Also, wie gesagt, bis zum 20. Oktober haben Sie noch die Gelegenheit. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich wünsche Ihnen alles Gute, guten Appetit und auch einen guten Durst bei einer Maß und freue mich, dass wir uns in der nächsten Woche wiedersehen und wiederhören. Bleiben Sie freudig bis dahin, Ihr Don Teddy.